Hans-Jörg Jenewein von der FPÖ in Wien. Dieser Fülle an Gesetzen, die da jetzt in Verhandlung stehen, zustimmen. Und im Prinzip hat der Gregor Hammerl mit seiner vorhergehenden Wortmeldung die Argumentationskette schon relativ schön ausgearbeitet. Es geht ja eigentlich auch darum, und darum muss man diesen Pensionshunderter schon auch kritisch sehen. Natürlich, für jemanden, der Mindestpension hat, sind 100 Euro sehr, sehr viel Geld. Und diesen Leuten wollen wir das auch nicht verwehren. Und das halten wir auch für richtig, dass die das bekommen. Aber, und da bin ich beim Kollegen Stöckmüller und da hat er vollkommen recht, nachhaltig ist das überhaupt nicht. Und im Endeffekt hat es schon ein bisschen den Geruch des, auf der einen Seite des Wahlkampfgeschenks und auf der anderen Seite diesen Almosengeruch. Weil, nämlich, machen wir uns da nichts vor, der Beschluss für diesen Pensionshunderter ist zu einem Zeitpunkt gefasst worden, wo wir nicht gewusst haben, ob wir nicht vielleicht im März, April eh schon wieder Neuwahlen haben, weil sich die Regierungsparteien ja medial ein interessantes Match geliefert haben und wo man nicht genau gewusst hat, schaffen die das eigentlich noch die nächsten paar Monate. Und dann hat man schnell den Beschluss gefasst, machen wir noch schnell ein Pensionsgeschenk, so quasi für einen beginnenden Wahlkampf. So, jetzt sind derzeit zumindest das Weihnachtsamnestie ausgerufen, es ist ein paar Ruhe, es gibt zurzeit keine lauten Streitereien. Na, jetzt haben wir diesen Pensionshunderter. Auf der anderen Seite, was ich nicht verstehe, und damit kann man das eigentlich auch schön begründen, man hätte zum Beispiel sagen können, und die Freiheitliche Fraktion im Nationalrat hat auch einen diesbezüglichen Antrag gestellt, dass man mit der ASVG-Höchstpension einen Deckel einführt, dass all jene, die drüber sind, das eben nicht bekommen. Denn das, was der Kollege Dott nämlich nicht gesagt hat, natürlich, die ÖBB-Arbeiter kriegen es, die Postler kriegen es, das ist alles in Ordnung. Aber auch der Herr Hunsdorfer bekommt seinen Pensionshunderter, der Herr Kohl bekommt seinen Pensionshunderter, die Frau Gries bekommt den Pensionshunderter. All jene bekommen auch den Pensionshunderter, für die 100 Euro wahrscheinlich nicht einmal am Konto auffallen. Und da sage ich halt schon, naja, das hätte man vielleicht schöner, man hätte das vielleicht eleganter, man hätte das vielleicht wirklich ausgewogener machen können. Der Kollege Stöckmüller hat das heute mit seiner Gießkanne, die er da hingestellt hat, sehr schön erklärt. Nur als Hinweis für die Zukunft, wenn man schon solche Aktionen macht, dann sollte man sich nicht selber diese Bildwirkung zusammenhauen, indem man da mit Prozenten und mit Zahlen um dumm wirft, wo dann der Zuhörer wieder aussteigt. Naja, sicher sind es Fakten, aber ich gebe hier nur einen netten Ratschlag, wie man als Kontraredner auftritt. Ich weiß ja, dass bei den Grünen gerade die Debatte darüber herrscht, ob man ein bisschen populistischer werden kann. Wenn man populistischer werden möchte, dann muss man das richtig machen. Dann muss man das zumindest so machen, dass der Fernsehzuschauer nicht nach 3 Minuten aussteigt. Aber ich hätte jetzt auch gar nichts gesagt, wenn der Kollege nicht da unten sein Sackerl vergessen hätte und mich das grüne Bio-Sackerl so anlachen würde von unterhalb des Rednerpults, was jetzt außer mir keiner erkennt. Aber ich bringe das dann mit, wenn ich fertig bin. Das liegt noch immer da, ja. Ja, ich weiß nicht, ob er was vergessen hat, aber die Rednerzeit ausgegangen ist. Aber ich schaue jetzt auch nicht nach. Ich schaue jetzt auch nicht nach, weil ich möchte mich nicht kamerawirksam nach unten beugeln, dass man dann nichts mehr sieht vom Rednerpult. Das sollte auch nicht unbedingt sein. Nein, abschließend, und es kam ja auch der Zwischenruf vom Gerhard Dörfler. Ich kann mich erinnern, und der Kollege Dott ist da jetzt während seiner Rede ist ein bisschen nicht sehr erfreut darauf eingegangen, weil wir gesagt haben, ja, ihr in Kärnten habt das einfach als Almosen verteilt, wir schaffen gesetzliche Grundlagen. Eine Einmalzahlung, Herr Kollege, eine Einmalzahlung wie dieser Hunderter, das ist nie nachhaltig und das hat immer den Geruch des Almosen. Und ich würde mir wünschen, dass jene freiheitlichen Forderungen, weil uns ja immer vorgeworfen wird, ihr bringt sie nichts weiter, ihr tut sie immer nur kritisieren, ihr habt ja keine Forderungen, doch, haben wir. Nämlich, dass man nach dem Pensionistenpreisindex automatisch Pensionen anpasst. Das wäre eigentlich gerecht und das wäre anständig. Da würde man sich das nämlich ersparen. Ja, danke, kann man ruhiger mal applaudieren. Dann würde man sich nämlich ersparen, dass man dann mit solchen Beschlüssen, die mitgetragen werden, die ja eh eine breite Mehrheit haben, und die Grünen stimmen, ihr stimmt ja zu diesem Gesetz, selbstverständlich, ja. Aber auch jeder hat ein bisschen so das Gefühl, naja, stimmen wir halt zu. Und genau das sollten wir uns in Zukunft, ersparen. Das haben wir nicht notwendig. Und ich denke auch, man könnte sich diese Debatten über Einmalzahlungen
insgesamt sparen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Hans-Jörg Jenewein, FPÖ Wien, sagt, für jemanden, der Mindestpension bezieht, seien 100 Euro als einmaliger Zuschuss für die Pension viel Geld. Nachhaltig sei diese Maßnahme aber nicht. Er fordert, dass Pensionen nach dem Pensionistenpreisindex automatisch angepasst werden.